Endlich! Es ist soweit! HBO hat den offiziellen Starttermin für die 8. Staffel von Game of Thrones bestätigt. Die finalen Folgen werden ab April 2019 ausgestrahlt. Im April ist es also endlich soweit. Das haben schon seit einiger Zeit viele vermutet, aber leider bleibt das ganz genaue Datum weiterhin unbekannt. In Deutschland wird es die Folgen auf Sky geben, zeitgleich mit der US-Ausstrahlung, und wir können es kaum erwarten. Damit ein herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge Cinema News hier auf Cinema Strikes Back. George R. R. Martin ist mit Game of Thrones ohne Zweifel ein Jahrhundertwerk gelungen. Dabei ist das Lied von Eis und Feuer nicht einmal die einzige Romanreihe, an der der Schriftsteller arbeitet. Gemeinsam mit Melinda Snodgrass gibt er nämlich eine Reihe namens Wildcards heraus, in der es um eine Welt geht, in der 1946 ein Virus namens Wildcard ausgebrochen ist. Nur wenige überlebten und einige von ihnen entwickelten sogar Superkräfte. Und es gibt immer noch Virusträger, die meisten von ihnen werden unterdrückt und ausgebeutet und wollen sich nun wehren. Viele Autoren arbeiten an der Reihe und nun hat Hulu verkündet, dass man zwei hochwertige Serien zum Wildcards-Universum herausbringen möchte. Darüber ist allerdings noch nichts bekannt. Wir bleiben weiterhin gespannt. Und ja, wir bleiben immer noch ein bisschen bei Game of Thrones. Pedro Pascal spielte ja zuletzt in der 4. Staffel als Oberyn Martell mit, als die Viper, und zu ihm ist jetzt etwas Hochbrisantes bekannt geworden. Der beliebte Schauspieler chilenischer Herkunft ist für die Hauptrolle in The Mandalorian gecastet worden. Die Star Wars Serie über die Mandalorianer, die ein Jahr nach Rückkehr der Jedi-Ritter spielen soll, wird Ende 2019 auf Disneys eigenem Streamingdienst Disney Plus erscheinen, mit der man Amazon Prime und Netflix Konkurrenz machen will. Aber auch Netflix arbeitet selbstverständlich an neuen Serien, und nachdem Castlevania so gut ankam, hat sich der Streamingdienst nun die Rechte am Videospiel-Franchise Devil May Cry von Capcom gesichert. Darin geht es um Dante, den Sohn eines Dämonen und einer Engelsfrau. Er verfügt über übernatürliche Fähigkeiten. Der Amerikaner Adi Shankar ist der Showrunner von Castlevania, arbeitet an einer Assassin's Creed-Serie und nun eben auch an Devil May Cry. Mehr ist zu der Serie aber noch nicht bekannt, auch nicht, wann sie startet. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Die Zahl der Streamingdienste steigt und steigt, und auch Apple möchte nun weiter nach vorne preschen. Nun haben sie sich mit einem ganz besonderen Unternehmen zusammengetan, mit A24. In den letzten Monaten berichteten wir immer wieder über die amerikanische Produktionsfirma, weil sie so großartige Filme wie Moonlight, wie It Comes at Night und Hereditary geschaffen haben. Das waren allesamt anspruchsvolle Independent-Streifen, die aber auch für die breite Masse geeignet waren. Jetzt sollen sie wohl exklusiv für Apple produzieren. Und es ist wahrscheinlich, dass man die A24-Filme in Zukunft vor allem im Streaming-Angebot von Apple sehen werden kann. Ob sie dann überhaupt noch im Kino erscheinen werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wenn das so wäre, wäre das eine echte Tragödie. Bad Boys 3 ist in Produktion, und der Film, der wieder mit Martin Lawrence und Will Smith besetzt ist, hat einen Namen. Angeblich soll er Bad Boys for Life heißen, allerdings mit einer 3 statt einem E. Das ist so absurd und so schlecht, dass ich es erst wirklich glaube, wenn ich es auf einem Filmposter sehe. Ein anderer dritter Teil macht derzeit Furore, Ghostbusters 3. Ja, Paul Feig hat bereits einen dritten Ghostbusters mit 4 Frauen gebracht, aber die meisten Fans, inklusive mir, waren sehr enttäuscht davon. Nun hat Dan Aykroyd ein weiteres Mal verkündet, dass tatsächlich derzeit ein Drehbuch geschrieben wird über die altbekannten Ghostbusters, allerdings ohne Egon, weil Harold Ramis im Jahr 2014 verstorben ist. Schon in den 90ern ist mit Hellbent ein Drehbuch geschrieben worden, in dem die Ghostbusters in die Hölle reisen, und seitdem wollte man immer wieder einen dritten Teil produzieren. Daraus wurde nie etwas. Jetzt soll er aber angeblich tatsächlich kommen, und ich bleibe weiterhin gespannt. Wir sprechen nicht oft über das indische Kino, einfach weil das persönliche Interesse da relativ gering ist. Wir kennen aber Entiran aus dem Jahr 2010, ein Sci-Fi-Film, aus dem eine Szene viral ging, weil sich unzählige Androiden zu einem großen Riesenroboter zusammentaten. Nun kommt der zweite Teil raus, 2.0, mit umgerechnet 66 Millionen Euro Budget, die teuerste indische Produktion, die es bisher gab. Und der Trailer ist wieder einmal sowas von geisteskrank, dass wir euch das so als Geheimtipp nochmal auf den Weg geben wollten.
Seit ein paar Tagen veröffentlicht YouTube für die US-amerikanischen Nutzer bekannte Hollywood-Filme wie zum Beispiel Rocky oder Terminator, und zwar kostenlos für alle Nutzer. Das Besondere, sie sind unzensiert und ungeschnitten. Eigentlich eine ganz feine Sache, aber es gibt eine Krux. Genau wie im Fernsehen gibt es Werbeunterbrechungen, die mit 30 bis 60 Sekunden aber recht kurz ausfallen. Noch ist der Dienst in Deutschland nicht verfügbar. Aber wir warten gerne. Auch Netflix hat vor, einiges neu zu machen. Den Nutzern steht nämlich eine Billigoption bevor, mit der man nur noch die Hälfte der Abogebühren zahlen muss. Das neue Abo ermöglicht das Streaming dann aber nur noch auf dem Smartphone und dem Tablet. Es ist also quasi ein Mobile-Abo in SD-Qualität. Viele Leute mögen das ja, viele gucken ja Netflix ausschließlich auf dem Tablet. Für mich ist das nix, aber das Ganze hat natürlich einen Hintergrund. Studien haben nämlich belegt, dass rund 35% aller Netflix-Logins von mobilen Geräten ausgeführt werden und dass über die Hälfte aller Nutzer mindestens einmal im Monat Inhalte auf dem Tablet oder dem Handy schaut. Das neue Abo-Modell soll aber erstmal nur im asiatischen Raum ausgerollt werden. Ob es auch nach Deutschland kommen wird, ist noch nicht bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass das Ganze in Asien erstmal ein Testlauf ist und vielleicht dann auf der gesamten Welt ausgerollt wird. Letzte Woche erschien wie immer am Montag unsere News und genau am selben Tag erschien die Schreckensmeldung: Marvel-Legende Stan Lee ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Der Autor, Lektor und Herausgeber hat viele bekannte Superhelden mitgeschaffen, wie zum Beispiel Spider-Man, die X-Men, Thor, Iron Man, Black Panther und die Fantastischen Vier. In den letzten Jahren war er vor allem für seine vielen Cameo-Auftritte im MCU bekannt. Aber nicht nur Stan Lee hat letzte Woche das Zeitliche gesegnet. Auch der Oscar-Gewinner William Goldman hat uns im Alter von 87 Jahren verlassen. Der Drehbuchautor und Schriftsteller hat unter anderem die Drehbücher für die Meisterwerke Heat, Misery und Last Action Hero verfasst und für die Filme Die Unbestechlichen und Butch Cassidy and the Sundance Kid jeweils einen Oscar gewonnen. Natürlich starten diese Woche auch wieder einige Filme in den deutschen Kinos, zum Beispiel Der Mann, der Weihnachten erfand, mit Dan Stevens, Christopher Plummer und Jonathan Pryce, über das Leben von Charles Dickens, der in einer tiefen Depression das bekannte Werk Eine Weihnachtsgeschichte verfasst. Außerdem startet Jupiter's Moon, eine ungarisch-deutsche Koproduktion. Darin geht es um einen syrischen Flüchtling, der an der ungarischen Grenze von einem Polizisten erschossen wird, aber statt zu sterben, entwickelt er die Fähigkeit zu schweben. Diese Woche startet auch Verschwörung, ein weiterer Film aus der Verblendung-Reihe von Stieg Larsson über Lisbeth Salander. Dieses Mal führt sogar der Uruguayer Fede Alvarez Regie, der zuletzt mit dem Remake von Evil Dead und dem Thriller Don't Breathe begeistern konnte. Auch in der Serienwelt gibt es einige Neustarts und diese Woche gibt es richtige Highlights. Heute freue ich mich unglaublich auf die dritte Staffel der mittelalterlichen Kultserie The Last Kingdom, die auf Netflix startet. Die britische Serie behandelt das wilde Leben des Uhtred, Sohn des Uhtred, der von Wikingern großgezogen wird. Das ist eine meiner ewigen Lieblingsserien. Am Freitag geht es dann mit dem nächsten Kracher weiter. Auf Sky One läuft die Serienumsetzung des Wolfgang Petersen-Klassikers Das Boot an. Die wird in 8 Folgen ausgestrahlt. Und ebenfalls am Freitag startet auf Netflix die Serie Sick Note mit Lindsay Lohan, Nick Frost, den man aus Shaun of the Dead und Hot Fuzz kennen dürfte, und Ron Weasley-Darsteller Rupert Grint. Darin geht es um einen zwanghaften Lügner, der die Diagnose bekommt, an Krebs erkrankt zu sein. Dann stellt sein inkompetenter Arzt aber fest, dass es eine Fehldiagnose war, aber der Scheinkranke beschließt weiterhin als Krebskranker zu leben, weil die Menschen dann so viel netter zu ihm sind. Es gibt auch noch andere Serienneuigkeiten. ARD hat tatsächlich Die Lindenstraße abgesetzt, weil das Zuschauerinteresse wohl nicht mehr da war. Dabei brachte die Seifenoper schon Stars wie Til Schweiger zutage und sie läuft jetzt schon seit über 30 Jahren. Die letzte Folge soll dennoch im März 2020 ausgestrahlt werden. Das ist wohl das Ende einer waschechten Institution. Und wir bringen trotzdem weiterhin Videos. Wir sind noch nicht abgesetzt, zum Glück. Zum Beispiel könnt ihr unser Special vom Samstag gucken. Das hat der Marius geschrieben und moderiert zur Abwechslung mal. Da ging es um die besten Filme, die in einer Postapokalypse spielen. Das war wirklich ein tolles Video, wie ich finde. Das solltet ihr unbedingt auschecken und Cinema Strikes Back abonnieren. Dann verpasst ihr keines unserer Videos. Macht die Glocke an, das ist ein toller Service. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem iPad.